Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, das letzte Clothing-Video im Nachmittag war etwas länger. Wir wollen uns beeilen bei dem zweiten Drop jetzt hier. Ich weiß nicht, was die Kommentare drunter waren. Ich gehe davon aus, sie waren positiv, weil es wirklich sehr, sehr geil ist. Der zweite Drop ist etwas kleiner, aber wir geben trotzdem Gas. Wir steigen ein, wie ich finde, mit dem sehr, sehr, sehr starken Teil, was wirklich volle Möhre reinhaut. Es geht los. Also, tiefschwarzes Shirt. Ihr werdet gleich auch verstehen, warum tiefschwarz, weil es nämlich mit dem Rücken nicht anders wirklich gut ging. Also, JB Performance, build not bought. Das ist so ein Satz, der, wie ich finde, sehr wichtig ist und uns auch widerspiegelt, weil wir sind gerade in der Aufbauphase von der Messe. Die Messe ist jetzt hier schon vorbei. Und ich gehe über die Messe rüber und sehe unsere Outbounds am Stand stehen. And that's fucking build not bought. Mhm. Also, das muss ich wirklich sagen, mit Big Balls. Und wie viele andere Tuner und Leute, die jetzt schon im Aufbau sind, mir Nachrichten schreiben und sagen, Digga, was du ablieferst oder was ihr abliefert, ist komplett geisteskrank. Wir selber sehen es nicht. Wir sehen es nicht. Weil wir das jeden Tag sehen. Ja. Du gehst aber über die Messe, und das meine ich jetzt no front, aber jedes Auto ist ein Bodykit vielleicht, Fahrwerk, Felgen. Mhm. Dann. Oder vielleicht sogar nur Fahrwerk, Felgen, fucking dann. Ne? Ist ja auch nichts Schlechtes. Ne? Nein. Also alles rein subjektiv, nein. Geschmackssache. Und deswegen finde ich das hier einfach so dermaßen geil. Allein die strukturierte Hand ist schon... Ist Wahnsinn. Mega fett. Und Hände bauen sowas. Ne? Vor allem dreckige Hände bauen sowas. Ja, das ist richtig. Dreckige Hände bauen sowas. Oder hier, wo ich mir einen Finger abgeschnitten habe beim 350Z. Nein, aber das ist das, was wir damit auch sagen wollen. Und voller Stolz. Und du musst sie nicht selbst bauen, aber ich finde, du kannst diese Message ruhig raustragen. Ist meine Meinung. Ja. So, weiter geht's. Boah. Alter. Vielleicht das krasseste Shirt jetzt. Normales Logo vorne. Ne? Die Farbe verrät schon. Es geht in eine andere Richtung so ein bisschen. So ein leichter lila Stich drin. Okay. Und auch hier, also 903 Turbo. In, wie nennt man das nochmal? So. Das ist im Prinzip so hologrammmäßig. Also, bunt. Es ist ja nicht oilslick, es ist bunt. Genau. Bunt. Nee, es ist so ein bisschen so, es sollte so Wärmebildkamera-mäßig imitieren. Mhm. Ich finde es vom Look her auch eigentlich ganz gut gelungen in die Richtung. Voll. Es ist einfach mal auch unser 903. Ne? Das ist richtig, ganz genau. Unser Auto. Der Aufkleber, der verrät es nämlich hier, das ist wirklich unser 903. Das ist also nicht ein Stockfoto, sondern es ist unser 903. Und Visions ist auch, finde ich, sehr, sehr stark, weil wenn du diese Vision nicht hattest, wo damals ich bei Porsche war und ich habe 903 Turbo gesehen, habe ich geträumt von so einem Auto zu fahren. Ja? Zu sehen geil, zu fahren geil, zu besitzen. You gotta be crazy. Und ohne Vision und ohne groß denken, wirst du es nicht haben. Und deswegen finde ich Visions auch sehr geil und auch in Verbindung mit dem Look des Shirts, was eh geil aussieht. Scheißegal, ob du Visions jetzt magst von der Message, aber das Shirt sieht einfach geil aus. Ja, bin ich auch der Meinung. Also es ist echt brutal. Dann haben wir etwas, was wir aus dem ersten Drop kennen. Da haben wir wieder den Bauhausstil, ne? Wirkt auch echt gut so. Ja, auf dem schwarzen Shirt wirkt es auch sehr gut. Ich finde es aber auf dem weißen Shirt auch sehr gut, muss ich sagen. Der Kontrast ist auf dem weißen krasser, als er hier ist, finde ich. Mhm. Aber sieht ziemlich gut aus. Und haben dieselbe Message hinten drauf für den. Weil ich fand die Message aus dem ersten Job so wichtig. Und es gibt Leute, die mögen aber weiße Shirts nicht. Mhm. Dass wir uns gesagt haben, wir machen das auch auf dem schwarzen Shirt. Ich kann aber versprechen, dass sowas nie wieder vorkommen wird. Weil wir nämlich jetzt so viel Grafiken und so viel Designs machen, dass wir es nicht mehr so machen, dass das in Job 1 auf dem Pulli gibt und in Job 2 auf dem Shirt oder dass es das weiß und schwarz. Weiß und schwarz oder sowas, das machen wir nicht mehr, sondern alles sind jetzt Einzelstücke. Alles. Es gibt noch eine Variante in einer Kollektion, wo das ähnlich ist, aber danach im Sommer dann gar nicht mehr. Richtig. Ja, stimmt. Stimmt, hat er recht. Einmal kommt das noch. Einmal noch. Aber dann ist Ende. Ja. Let's be honest to ourselves, we can make a difference. Einfach mal sacken lassen. Der klingt so typisch nach so einem Instagrammer, YouTuber, Motivationscoach. aber der ist echt gut. Weil es ist, am Ende des Tages, ist es die hundertprozentige Wahrheit. Ja. So, wir machen mal weiter mit dem hier. Starke Waschung auf dem schwarzen Hoodie. Krass, ne? Ne? Hier sieht man zum Beispiel das echte Material. Ne? Das ist das ungewaschene. Mhm. Ne? Auch geiles Detail. Genau. Innen drin ist es komplett
echt oder ungewaschen. Und außen siehst du, wie die Acid-Geschichte halt das ganze Thema schön Vintage-Crunchy ja, macht, ja. Ganz genau. Und auch der Farbton wird viel, viel wärmer. Ja. So. Das ist auch einen leichten Farbstich hier drin in so einem Grün. Genau. Fast. So Goldgrün, so, ja. Ja. Genau, dann hier vorne kommt dieses Pantone-Thema so leicht durch, ne? Dass das Ganze so ein bisschen bunter ist. So ein bisschen mehr Farbraster-Thema und so. Und dann The Age of Overboost. Great power comes with big turbos. Simpel, aber richtig. Wer genau. Das Spider-Man-Zitat kennt, der wird da vielleicht sich ein bisschen was denken können. Also was? Kennst du nicht? Nein. With great power comes great responsibility. Details, Details. Nein, aber finde ich auch ein sehr, sehr gutes Teil. Und man merkt auch, finde ich, wenn man die Kollektion jetzt so sieht, wie wir uns ranarbeiten ja. an das andere Thema, was ja. demnächst kommen wird. Aber das ist doof von mir eigentlich. Geschäftlich gesehen ist es doof zu reden von etwas, was kommt, wenn du gerade was Neues zeigst. Aber wir sind so happy und so stolz und das macht echt Bock auch. Deswegen machen wir auch den Raum, das wird eine coole Zukunft. Kann ich mal versprechen. So, dann machen wir dezent weiter, weil der haut rein. Der haut echt rein. Das ist ein Hoodie. Der war auf der Kippe, sage ich die Wahrheit. Der hatte ein ganz großes Rückenthema. Der hatte viele Varianten auch. Hatte der auch. Und dann hat es mir nicht gefallen. Aber mir hat das Front-Logo immer sehr gut gefallen. Das ist auch ein JP, eine Variante von einem JP-Logo, okay? Aber ich finde den Hoodie am Ende des Tages fast als einen der geilsten. Ja? Mhm. Er hat auch wirklich einen sehr, sehr, sehr schönen Text. Ich fange mal nur oben an zu lesen, ne? Wir sollten eins verstehen, es ist egal, wie sehr wir versuchen, niemandem zu gefallen. Dieser Zustand ist unmöglich zu erreichen. Ist einfach die Wahrheit. Ja, ich sag's nochmal, wir sollten eins verstehen, es ist egal, wie sehr wir versuchen, jedem zu gefallen. Dieser Zustand ist unmöglich zu erreichen. Weil die Variation des Menschen ist so groß, es won't fucking happen. Ja. Hat auch mich doll, also es ist wichtig, dass ich es auch verstanden habe, weil ich gab eine Phase, wo ich dachte, dass es geht. Genau. Ach, ja? Wirklich? Also, vorne drauf so und jetzt Achtung, 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 Highlights. Ja, ja, ja. Hinten drauf so gut wie nichts. Wir haben nur oben auf der Schulter das kleine Logo. Und oben drauf auf der Rutsche. Ist auch das einzige Teil, das das Detail ja. da hat. Finde ich aber ein geiles Detail. Ich hätte nicht gedacht, dass es cool kommt. Finde ich auch, dass es cool kommt. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich super, super gut. Ja. Sehr starkes Teil. So, und jetzt kommt's bayerisch. Der Hoodie heißt Hofbräuhaus. Ah, okay. Okay. Vorne ist das Pace-Logo drauf, weil dieses Auto im Pace-Museum steht. Okay. Was wir eigentlich noch gar nicht sagen dürfen. Was wir eigentlich sagen dürfen, das stimmt. Aber so muss man es eigentlich sagen, weil sonst ist es irgendwie unlogisch. Das macht Sinn. Auch zum Thema Pace Museum, es sind langsam Lichter am Ende des Tunnels, die uns gewisse Dinge erlauben könnten. Sag ich mal so. Also, Pace Logo vorne drauf. Farbkombination mit dem Orange und diesem Petroligen finde ich sehr cool. Sehr gut, ne? Ja. Und hinten sieht das so aus. Klassisch bayerisch. Na, also ich find's echt mega, mega geil. Am Anfang war ich etwas skeptisch. Die Schriftart ist so ein Max-Thema. Ich finde die mega geil. Das ist so Frakturschrift oder so. Mittlerweile finde ich sie auch mega geil. Man braucht ein bisschen, aber ich verstehe. Man braucht ein bisschen. Ja. Aber ich finde den Hoodie, erstmal klar ist die Hoodie-Farbe sehr stark, die wir eigentlich mal so ein bisschen auf den Tisch fallen lassen, merke ich. Ja. Das Weil wir uns halt so stark immer mit diesen Grafiken beschäftigen. Aber das schiebt schon gut. Mhm. Auch die Fläche ist schön. Also dieses Petrol sieht echt cool aus. Ich hätte es jetzt auch nicht so krass erwartet, dass das farblich so geil matcht, aber matcht. Und es matcht und du musst erstmal das kombinieren. Du musst erstmal Orange drauf machen auf das Teil. Ne, am Anfang war es wirklich, das ist mehr so ein Max-Ding. Am Anfang war ich echt so, hui. Aber jetzt finde ich ihn auch extrem, extrem, extrem geil. Da hatte der Hoodie auch 17 verschiedene Farben, bis wir uns einigen konnten. Stimmt. Vielleicht können wir ja mal, ihr könnt ja mal drunter schreiben, ob ihr diese Videos okay findet, dass wir euch vielleicht wirklich reinnehmen in den Prozess. Dann würdet ihr zwar auch schon sehr früh sehen, obwohl ihr könnt es ja dann zeigen, ihr würdet sehen, was für eine Arbeit zwischen war. Ja. Aber es gibt teilweise Hoodies, Digga. Oder nochmal, der hier, da gab es ausgearbeitet, glaube ich, 3 Varianten. Das reicht nicht, glaube ich. Ich glaube, wir hatten sogar mehr. Was heißt ausgearbeitet, war ja immer, das ist ja immer so ein Sketch-Prozess. Dann schicke ich dir das durch, dann sagst du, hey, wir könnten das noch.
dann machen wir es nochmal, dann machen wir es nochmal. Also und dann kann es passieren. Und dann gibt es manchmal Probleme, wie gestern. Mhm. Das ist wirklich schlimm. Also wir machen dann so ein ganz großes, so ein ausgedrucktes Ding. Das kann ich nicht zeigen, weil das wäre dann die Sommerkollektion. Und dann ist da die fertigen Dinger drauf. Und dann überkommt es mich und dann mache ich ein Kreuz durch. Ja. Das heißt, das Produkt ist fertig. Mit Stoff, mit Druck, mit allem. Ja. Und dann sitze ich da und sehe alle zusammen und denke mir so, nein. Und dann siehst du auch bei Max so, das hat der jetzt nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Da blutet das Herz dann so ein bisschen. Glaube ich. Ja, ist echt so. Aber ja. Eben, manchmal muss das sein. So, es gibt ja diesen Satz, kill your darlings. Und wenn ich das nicht mache, musst du das machen. Ja. Also das gehört dazu. Nee. Also was ihr raushört ist, dass... Es war immer ein großer Stein des Unternehmens, aber jetzt bekommt es nochmal eine ganz andere Farbe, durch Max auch. Eine andere Farbe bekommt es, eine andere Energie bekommt es, einen anderen Detailgrad und auch eine andere Aufmerksamkeit, alleine durch den Raum, der jetzt im Januar, glaube ich, fertig wird. Ja. Und dann zeigen wir euch auch den Raum und die verschiedenen Stoffmuster und die verschiedenen Farben und dann, denke ich mal, bekommt ihr auch noch einen besseren Bezug zu der Kleidung, die ihr dort tragt. Wer die macht und woher die kommt. Ja. Das ist definitiv was Besonderes. Also für mich jetzt, wie ich hier stehe, auf jeden Fall. Ich finde das sehr geil. So, okay. Bin auch genervt, war ein Nachmittagsvideo, aber ich glaube, es ist ganz interessant, das zu zeigen. Ich frage demnächst mal bei Insta vielleicht, ob ihr das vielleicht gar nicht mehr wollt, nur die Kollektion sehen oder ob wir so weitermachen sollen, okay? Ja. Yes. Wir sagen Tschüss.